Einen knappen Monat nach der Übergabe der neuen Zufahrt für das Bautzener Bombardierwerk wird diese immer noch nicht benutzt. Dies ergab eine Nachfrage der Lausitzwelle bei dem kanadischen Konzern. Laut Sprecher Jörn Bischoff müssen noch einige interne Prozesse abgestimmt werden, um eine effiziente und sichere Nutzung der Zufahrt zu ermöglichen. Zur Frage, warum dies nicht längst passiert ist, erklärte er, die globalen Entwicklungen der letzten Monate haben uns in den Bereichen Lieferkette und Logistik mehrfach mit ungeplanten Herausforderungen konfrontiert. Das hat viel Zeit gekostet. Bombardier hatte gegenüber der Stadt Bautzen immer wieder auf den Bau gedrängt und Eile angemahnt. Laut neuesten Meldungen übernimmt Alstom bereits Ende Januar die Schienenfahrzeugsparte von Bombardier und somit auch das Bautzener Werk.